Auf ein Wort, Bürger reden Klartext, live aus Altenburg, direkt hier aus dem Ratskeller. Altenburg ist eine wunderschöne Stadt und ich glaube, wenn es Altenburg nicht gäbe, wäre mein Kühlschrank auf alle Fälle eine ganze Ecke leerer und nicht so reich gefüllt. Nehmen wir nur das Altenburger Bier, nehmen wir den schwarzgebrannten oder den Ziegenkäse, aus dem ich aber, das gebe ich gerne zu, immer den Kümmel früher als Kind schon herausgepult habe, weil ich den nicht so gemocht habe. Trotz alledem, auch Altenburg hat seine Probleme. Wir hatten vorhin die Zahl schon mal erwähnt. In Spitzenzeiten hatte Altenburg über 50.000 Einwohner. Heute sind es etwa noch 35.000. Und die meisten von denen, die gehen, sind die Jugendlichen. Die Abwanderung der Jugend spielt eine ganz große Rolle in dieser Region. Und wir waren unterwegs mit der Kamera und haben in Altenburg gefragt, warum ist das so? Die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung in Altenburg und Umgebung sind nicht besonders ermutigend. Viele junge Leute wandern ab. Wie lässt sich Ihrer Meinung nach dieser Trend stoppen? Ich denke mal, dass die hier nicht sind so viele, weil hier halt nicht so viele direkt nicht so viel los ist. Und die Läden, es machen ja auch viele Läden zu, weil es da nicht so gut läuft halt. Und ja, und ich weiß nicht, wie man es jetzt direkt ändern könnte, dass die vielleicht wieder herkommen könnten. Aber dass vielleicht wieder ein paar Läden herkommen könnten und dass die vielleicht wieder öffnen könnten, ein paar, die jetzt zu sind. Und ja. Arbeitsplätze. Das ist der ganze bezahlbare Arbeitsplätze erst einmal. Dass die Leute, die dann Geld verdienen wollen auf Arbeit, auch damit auskommen. Und dann noch zusätzlich Arbeitsplätze, dann würden ja die meisten dann nicht da bleiben. Ja, man müsste erstmal für die Infrastruktur was machen. Mehr Geschäfte, das bringt es alleine nicht. Es muss auch Industrie her. Aber wenn vieles von der Regierung, also ich denke schon von Erfurt auch gestoppt wird. Der Flugplatz, der war ja eigentlich ganz gut. Das haben sich ja dann doch Industrie angesiedelt. Aber nun ist das auch wieder nichts. Und so holen wir niemanden her und auch keine Jugend. Was haben die hier für Perspektive? Gar keine. Ja. Es waren große Großbetriebe hier. Arbeit war für jeden da. Sagen wir mal so, die Wochentage waren eben wirklich, die waren ausgebucht. Man brauchte sich keinen Kopf machen. Jetzt sieht das doch ein bisschen anders aus. Jetzt muss man auf alles selbst zugehen. Das ist schon härter. Schwache Industrie bedeutet hohe Abwanderung. Die Leute gehen in den Westen, weil sie da einen besseren Job zu besseren Konditionen finden. Ich finde es auch schade, also, aber ja, bessere Wirtschaft aufbauen, aber wie? Aber wie hält man die Jugend in Altenburg und wie schafft man es, Menschen, die wieder zurückkommen in ihre Heimat, sie auch hierher in die Stadt, in die Region zu holen, ins Altenburger Land und sie nicht einfach wegziehen zu lassen, nach Chemnitz oder Station zu machen in Leipzig. Ich glaube, jetzt an der Stelle wird die Diskussion recht lebhaft. Wir haben ja die Frage im Raum, aber wie? Heiko, dann stellen wir sie doch einfach mal. Wir haben die Experten, wir haben die Altenburger hier im Ratskeller. Genau, Scholl. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz spontan durchs Publikum, denn jeder hat seine Erfahrung gemacht. Es sind natürlich viele Altenburger hier im Ratskeller. Und dann frage ich mal ganz spontan. Hallo? Ja, steh hinter Ihnen. Ja. Sie sind keine Altenburgerin, aber Sie machen sich sicherlich auch Gedanken darüber, was die Abwanderung betrifft. Wo sehen Sie die Probleme? Ja, was schon angesprochen war in den Arbeitsplätzen. Ich meine, gut, es ist schon viel Industrie entstanden. Es gibt viele große Betriebe, die brauchen heutzutage nicht mehr so viele Arbeitskräfte. Das ist das eine Manko. Es wird aber trotzdem immerhin noch weiter investiert. Und ja, wie weiter? Ich meine, man kann immer nur versuchen, neue Betriebe oder wenn Betriebe vorhanden, dass diese sich erweitern. Viele Möglichkeiten, sage ich mal, mehr gibt es schon gar nicht. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich auch so. Ich will mal sagen, meine Tochter ist nach 14 Jahren wieder zurückgekommen, weil sie im Westen auch keine Arbeit mehr hatte. Das will ich auch mal dazu sagen. Ne? Und sie muss sich jetzt hier eine neue Arbeit suchen, aber ich hoffe, sie ist flexibel und wird hier wieder was finden bei uns. Mal sehen. André Neumann, der Stadtrat hier in Altenburg und möchte im nächsten Jahr, tritt auf alle Fälle an und möchte dann natürlich auch Oberbürgermeister werden. Wie kann man denn die Jugend, die Altenburger, die es jetzt schon hier gibt, in der Stadt halten? Ist es so wichtig, dass man wirklich die Wirtschaft hat? Oder
Kann man sich auch gut vorstellen, dass man in Leipzig arbeitet, aber dann einfach wieder nach Hause fährt, weil man dort seine Freunde hat und dort auch seine Zukunft sieht? Thema Abwanderung, also es ist für mich von Jahr zu Jahr wird das mehr zu einem nicht mehr sachlichen und man schaut mal auf die Abwanderungsstatistik, es wird immer mehr zu einem emotionalen Thema für mich. Ich bin jetzt auch Vater, habe eine kleine Tochter und ich denke noch nicht allzu sehr an, wenn sie 16 und 18 ist, aber eigentlich von Woche zu Woche mehr sind die Sorgen da. Kann ich irgendwann an meiner Tochter auch im Erwachsenenalter teilhaben? Kann ich an ihren Kindern, an meinen Enkeln teilhaben? Und wir haben hier Eltern, wir haben hier Großeltern. Diese Sorge wird jeden hier umtreiben. Und wer seine Kinder nicht mehr hier hat, der weiß noch umso mehr, wie traurig, was einem eigentlich fehlt im Leben. Und dieser Aspekt, klar, Arbeitsplätze, das ist ein Aspekt. Wir brauchen eine gut ausgebildete Jugend. Wir brauchen die Infrastruktur, um halt die Arbeitsplätze in Altenburg über Mittelständler, wir werden keinen großen 5.000-Mann-Betrieb hier ansiedeln, aber über KMU, kleine mittelständische Unternehmen, die Jugend zu binden. Aber es wird immer so sein, wir sind in einem Wirtschaftsdreieck. Leipzig, Zwickau, Chemnitz. Dort entstehen ganz andere Größenordnungen von Firmen. Dort gibt es die Universitäten, dort geht die Jugend hin. Ich muss es schaffen, in Altenburg eine Attraktivität in der Zukunft als Standortvorteil zu haben, die mein Kind, aber auch Erwachsene wirklich dazu bringt, diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrtweg, die Kilometer, die Spritkosten in Kauf zu nehmen. Aber nach getaner Arbeit, ich fahre zurück nach Altenburg, ich gehe in meinen Verein, ich treffe meine Freunde, ich habe dort, das fängt beim Radweg an, das geht über saubere Umgebung, über eine saubere Stadt. Spielplätze für Kinder, gute Bildung. Wir haben in Altenburg, das muss man auch mal sagen, wir haben hervorragende Gymnasien, hervorragende Grundschulen. Wir haben da gute Voraussetzungen. Und das muss einfach unser Ziel sein, hier Prioritäten in Altenburg neu zu setzen. Die attraktive, familienfreundliche Stadt, nur die kann dafür sorgen, dass ich in einem Wirtschaftsdreieck die Leute hier zum Wohnen binde, die Leute hier Leben habe und auch die Kilometer in Kauf nehmen, halt, um auf den Arbeitsplatz zu kommen.